Einen wunderschönen, meine Freunde, und herzlich willkommen Battle for Azeroth World of Warcraft! Yeah! Hi! Ah! Paulana, Moinsen, Maki, Zerinchen, Glückelchen. Ah. Moinsen, Gamer, hi. Es geht los. Es ist soweit. Ich bin schon in-game. Ich habe heute eigentlich, jetzt das mal kurz zur Erklärung. Meine Jägerin ist mein Main. Eigentlich, ja, ich würde sie jetzt zwar spielen, kann ich aber nicht, weil ich diese mit jemandem hochleveln. Was jetzt nicht so wild ist, im Endeffekt. Wir machen es jetzt aber ganz einfach. Wir spielen jetzt Akira und mit der werden wir ein Let's Play machen zum Max-Level. Das heißt, alles das, was jetzt kommt, hau ich auf YouTube. In der Extraliste Max Level Akira. So machen wir das. Letztes Mal hatten wir den Krieger gemacht. Jetzt nehmen wir einfach die Schurkin und spielen die hoch. Ist, denke ich mal, gut. Deswegen, es wird keine sonderliche Musik im Hintergrund sein, zusätzlich. Ich habe die WoW-Musik jetzt einfach mal angemacht, damit wir ein bisschen Musik im Hintergrund haben. Geht mir dezent auf den Zeiger, ne? Das heißt, wir leveln sie. Ich habe jetzt die Einstellung wieder richtig gemacht. Ich hoffe, das klappt jetzt wieder alles so richtig. Ich habe übrigens auch mal den Server richtig eingestellt. Vom OBS. Ich hatte da Amsterdam drin. Warum auch immer. Den Text, den ich da eingegeben habe. Moment, ich muss noch kurz den Text richtig machen. Auch eine super Farbe. Ich glaube, schwarz sieht man besser. So. Ich stelle jetzt erstmal noch ein bisschen lauter. Wobei, geht so. Sollte eigentlich nicht so laut sein und nicht so leise. Oh Gott. Ich hoffe, euch geht's gut. Und ihr seid bereit für ein neues Abenteuer. Wir haben einen Befehl. Die Taschen sind voll, wie eh und je. Das wird sich nicht ändern. Und wir starten dann somit unser... Ja, wir starten dann somit unser neues Let's Play. Das live im Stream, weil ich Bock drauf habe. Wir leveln also jetzt im Let's Play
Die Schurken hoch. Und werden unseren Spaß haben. Raus damit. Kann ich auch rüberfliegen. Ich habe jetzt wieder den Kriegsmodus vergessen. Da würden wir halt mehr Dings kriegen. Ich habe jetzt eigentlich nicht so die Lust auf Krieg. Aber da würden wir halt mehr Dings. Ich kann noch ein paar Sachen ausschwärzen. So. Was ich sehr, sehr schade finde. Hintergrundgeräusche übrigens ignorieren bitte, danke. Was ich sehr, sehr schade finde, ist, wenn ich jetzt aus dem Spiel raustreppe, dass dann alles aus ist. Der ganze Dungeon aus. Shit. Ist schade. Naja, gut. Also Fenstermodus gibt es ja an sich nicht mehr. Wir sind bereit für die Schlacht. Die Allianz, richtig. Ah, ich hab hier noch diesen Bug drin. Azeroth schreit vor Schmerzen. Und wir legen los. Unsere zum Eingang der Kammer geht es hier entlang. Kommt schnell! Vom Prinzip kennen wir das schon aus der Beta, die wir gespielt haben. Oh, diese Kammer ist verloren. Sie hält nicht mehr lange stand. Aber... Da wir das Ganze jetzt nochmal machen, einfach zuschauen. Ihr habt tapfer gekämpft, Sterbliche. Es ist Zeit. Wir müssen unsere Kräfte sammeln. Kehrt heim, Kinder von Azeroth. Illidan, unser Beitrag ist getan. Jede Wahl, jedes Opfer hat mich zu diesem Moment geführt, um mich ihm einmal mehr zu stellen. Ihr kehrt nicht mit uns zurück. Der Jäger ist nichts ohne die Beute. Habt ihr mein Schicksal nicht gesehen, Prophet? Schicksal? Unser Überleben hing nie vom Schicksal ab. Das Licht sei mit euch, Illidan Sturmgrimm.
So. Na, Gamer, ich hoffe, dass du auch nächste Woche dazu kommst. Dass deine Frau aus dem Sommer nicht mehr rauskommt, wundert mich nicht. Es ist wirklich sehr, sehr unsere gut. Welt braucht uns. Azeroth ruft euch. Sie bietet euch ein Geschenk, geformt aus ihrer eigenen Essenz. Das Herz von Azeroth selbst. Erfüllt dieses Amulett mit Macht. Das ist womöglich der einzige Weg, sie zu retten. Azeroth schreit vor Schmerzen. Das Siegel an dieser Kammer schützt die Weltenseele. Aber durch all das hereinbrechende Azerit hält das Siegel nicht mehr lange stand. Wenn ihr das Azerit mit dem Amulett absorbiert, sollte seine Macht das Siegel der Kammer erneuern. Moin. Moinsen. Ich glaube, es funktioniert. Weiter! Nur noch ein bisschen. Nein! Das Siegel zerbricht! Haltet durch, Mädchen! Bitte haltet durch! Ihr habt es geschafft! Da fehlt doch mal eine Leiste. Sicher. Hab ich aber irgendwie nicht gehabt. Unsere Welt braucht uns, Champion. Azeroth schreit, fragt dieses Amulett. Ich spiele sein Classic. Am Herzen. In dunklen Zeiten wird es euch den Weg weisen. Bin noch ein alter Veteran. Ich werde nach Wegen suchen, die Wunden zu heilen. Bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Erlitten hat. Wenn ich eure Hilfe brauche, erreiche ich euch über diesen Talisman. Ich mag ihr Sprecher sein, doch ihr seid ihr Champion und sie braucht eure Hilfe in diesem Kampf. Nun denn, ihr wisst, was zu tun ist. Die Plattform teleportiert euch zurück zu euren Verbündeten. Viel Glück uns allen. Champion, es wurde ein dringender Kriegsrat einberufen. Eure Anwesenheit in Burg Sturmwind ist erwünscht. Alles klar, mein König, ich komm. So, dann gehen wir einmal in die Burg. Den Kriegsmodus habe ich aktiviert. Hier. Ich habe jetzt nicht die Lust, PvP zu spielen oder sowas, aber... Es ist denn halt ein bisschen Boost, ne? Da kann man sich den ruhig mal gönnen. Weil es halt irgendwie doch zu heftig werden sollte. Mit Abfarmen vom Gegnern. Nicht, wenn die Hortler irgendwie zu aggressiv sein sollten oder so. Kann ich das nochmal ausmachen. Aber wir sind vollzählig. Erst noch machen. Euer Bericht, Spionagemeister. Kürzlich ist die Horde ins Verlies eingedrungen und hat zwei Sandalari-Gefangene befreit. Eine Prinzessin und einen Propheten. Ich bin im Bilde. Gibt es Nachricht von den 8 Verfolgerschiffen? Nur eins ist zurückgekehrt. Die Überlebenden haben von seltsamer, schrecklicher Magie gesprochen. Und von einer riesigen Sandalari-Flotte. Unmöglich! Das ist einer von Sylvanas Tricks.
ganz sicher. Jaina, vielleicht könnt ihr uns zeigen, was dieser Überlebende gesehen hat. Ein einfacher Zauber, solange der Betroffene kooperiert. Zeigt es uns. Ja. Zeigt uns, was passiert ist. Wenn die Horde sich mit den Sandalari verbündet, haben wir nicht die Macht, sie zu stoppen. Bist du länger? Die Allianz geht vor. Gebt die Hoffnung niemals. Ich muss mein Schiff klar machen. Champion, wir treffen uns am Hafen, wenn ihr bereit zum Aufbruch seid. Gen, wie seefest seid ihr? Mich kann nichts erschüttern. Dann eskortiert sie mit einem Schiff der 7. Legion. Ganz ruhig, mein Gamer, ganz ruhig. Errichtet einen Stützpunkt in Kul Tiras. Dieser Plan darf nicht scheitern. Und bitte, achtet auf Jaina. Wie ihr wünscht. Stopp, los geht's. Das heißt also jetzt ab zu Lady Jaina. Freunde der Grummel machen hier ein gutes Geschäft. Wir fliegen aber ganz kurz mit der Bank vorbei. Und machen da nochmal ein paar Sachen rein. Etwas? Jetzt kann alles weg. Mögen eure Reisen sicher sein. Wie geht's? Seid gegrüßt. Los geht's! Okay, wir können dann. Der Weg vor uns wird kein leichter sein. Ich kenne sie eigentlich. Die Allianz wird bestehen. Und fürs LP.
Tochter der See. O süßes Mädchen mein, sie ist das Licht des stolzen Admirals bis zum letzten Sternenschein. Kommst du zurück zu mir? Solange du auf mich wartest, überstehe ich jeden Sturm. Zeit zu gehen, Jaina. Hab dich lieb, Papa. Komm an Deck, Liebling. Deine liebende Mutter wird dir niemals vergeben. Nein! Lady Jaina, wir sind da. Danke, Kapitän. Oh ja. Wir dürfen die Welt nicht der Dunkelheit überlassen. Ich hoffe, das funktioniert. Halt! Was sind eure Absichten? Ich bin Jaina Prachtmeer. Ich ersuche eine Audienz bei Lord Admiralin Catherine Prachtmeer, meiner Mutter. Keine Sorge, wir bringen euch schon zu ihr. Ihr werdet euch für eure Verbrechen gegen Kul Tiras verantworten. Wie ihr wünscht. Aus dem Weg! Wir haben gefährliche Gefangene bei uns. Ich sehe, die Stadtwache ist diszipliniert wie eh und je. Mein Vater war so stolz auf sie. Und jetzt sehen sie mich als Verbrecherin. Mama, wer ist die Frau? Komm jetzt, wir gehen heim. Sofort. Wahrscheinlich habe ich das verdient. Schafft die Zivilisten da weg! Sichert den Bereich! Es ist die Tochter der See. Lady Jaina, ist sie das wirklich? Sie kommt zurück, um's zu Ende zu bringen. Mörderin! Verräterin! Ich bin bereit, die Konsequenzen zu tragen. Für die Allianz. So, meine missratene Tochter kehrt heim in das Königreich, das sie verriet. Wieso? Ich bin hier, um Kul Tiras um Hilfe zu bitten. Im Namen der Allianz. Die Allianz? Ha! Wo war sie, als wir um ihre Hilfe gefleht haben? Als unsere Männer, Söhne und Brüder in Theramor niedergemetzelt wurden! Bestraft nicht die Allianz. Für meine Taten. Ihr gebt es also zu? Ihr gebt zu, dass es eure Schuld ist, dass unsere Männer alle tot sind? Es ist wahr. Aber ich tue alles in meiner Macht Stehende, damit Kul Tiras Wunden heilen. Catherine, wir haben Gesetze. Die Strafe für Verrat ist der Tod. Akzeptiert ihr das Urteil eures Landes? Ich akzeptiere dein Urteil, Mutter. Ja. Du bist nicht meine Tochter. Macht mit ihr, was ihr wollt. Sie bedeutet mir nichts.
Uff. Das hat echt übel. Richtig übel, ey. Der Schuh. Na gut, das ist der Plan. Schlag mich. Na los, schlag mich. Au! Ah! Mieser Schläger! Wache! Wache! Hilfe! Hey, was geht da drin vor? Danke. Schnell, der Hebel! Aufstand, Jungs! Macht sie platt! Was? Nehmt euer Zeug und dann ab zum Wärter. Wir brauchen seine Schlüssel. Na, let's go! Warten wir mal auf den Wärter, den dicken. Weiter geht's. Mist! Das hat ganz schön gerumst. Also die Schlüssel sind... Was für Pulver ist das genau? Ey, helft mir mal. Greift euch was von dem... Oh, eine Sache noch. Ich hab's fast vergessen. Zwei Eier. Schon besser. Ohne die habe ich mich nackt gefühlt. Gut, weiter geht's. Vielleicht können wir das Schloss wegpusten. Streut was von dem Pulver drauf. Jetzt noch ein kleiner Funke. Vielleicht macht ihr besser einen Schritt zurück. Oha, das Zeug hat echt Bums. Jetzt müssen wir in den tieferen Ebenen einen Weg nach draußen suchen. Eine Piratenunterhose. Also ich durch, das ist der Vorteil. Irgendwas hat mich am Bein berührt. Bitte? Nein, wartet. War nur mein anderes Bein. Alles in Butter. Die Kommentare finde ich halt wirklich sehr, sehr geil. Ihr da! Stehen bleiben! Was? Nein! Nein! Tschüss! Jetzt reicht's mir endgültig mit diesem Knast. Kommt, unsere Fahrgelegenheit sollte schon am Strand warten. Finn, hier drüben. Was geht da drin vor? Alle einsteigen. Klingt, als hätte die einen Aufstand angezettelt. Keine Ahnung, wovon ihr redet. Aber ich glaube, wir haben endlich was gegen Aschenwind in der Hand. Ein neues Schießpulver. Sowas habe ich noch nie gesehen. Ach, und das Ziel gerettet habe ich natürlich auch. Gaunerkumpel, Telia. Telia, Gaunerkumpel. Wartet. Ich kenne euch. Ihr seid mit Jaina Prachtmeer hier. Ihr müsst der Abgesandte der Allianz sein. Ein Abgesandter der Allianz? Das hat Carsten nicht erwähnt. Ich hätte das Doppelte verlangt. Ihr habt Glück, dass er überhaupt bezahlt. Und jetzt rudert. Bis.
sind wir. Der Hafen von Boralus. Nach Burg Prachtmeer ist das der am schwersten bewachte Teil der Stadt und der einzige, den die meisten Besucher je betreten werden. Scheint, als hätte schon ein weiteres Allianzschiff angelegt. Hoffentlich wurden sie wärmer empfangen als Jaina. Der Release lief diesmal auch gut. Ja, soweit ich das mitgekriegt habe, auch. Ja, also... Ich, danke fürs Mitnehmen, Tay. Ich melde mich dann mal beim Alten. Wann habe ich mich eingeloggt gestern? Ich glaube, kurz vor 12 habe ich mich eingeloggt. Wie ist die Lage? Dient ehrenhaft. Ja, so kurz vor 12 habe ich mich eingeloggt und ich bin ein einziges Mal rausgeflogen. Das war kurz nach 12 dann. Weil ich jetzt nicht sagen kann, ob das jetzt am den Servern an sich lag oder an irgendwas. Kann auch einfach so gewesen sein. Ansonsten keine Quests, nix. Keine Sorge wegen dem Ausbruch. Bin sehr zufrieden. Auf dem Markt seid ihr nur ein Reisender in der Menge. Also dann führe ich euch mal rum. Kann ich euch helfen? Weiß ich nicht. Schönen Tag auch. Jo, ciao. Diese Fähre verbindet mehrere Anlegestellen an der inneren Küste des Sunds. Tätchen Tee. Oh, Tee ihr benötigt einen Fährenpass von der Hafenmeisterei. Das sollte aber kein Problem sein. Gehen wir mal weiter. Moin. Gibt es was zu berichten? Ich weiß es. Gibt's was? Das Zählhaus wird Tag und Nacht schwer bewacht. Hier könnt ihr eure Wertsachen gefahrlos aufbewahren. Der Markt beherbergt Reisende aus ganz Azeroth. Hier gibt es viele Tavernen. Aber die hier mag ich am liebsten. Ich habe zahllose Reisende nach ihren Geschichten gelöchert. Ganz besonders, wenn sie aus den östlichen Königreichen kamen. Okay. Ich habe immer von Abenteuern geträumt. Oh, wenn du wüsstest, was ich schon alles erlebt habe, ey. Mein Mädchen. Gunst der Lord, Admiralin. Ständig hier eingepfercht. Glaub mir, das kenn ich. Immer das Meer im Auge. Ihr fehlt schon bald, ja? Ist sie nicht hübsch? Carsten schenkte sie mir, als sie... Ihr fühlt euch bald wie zu Hause. Und jetzt schauen wir mal bei Carsten vorbei.